Genau, haben wir das jetzt kaputt gemacht? Alles klar. Dann mal auf mit dem Ding. Junius, mach auf das Teil. Hey, ein Sprachschiff betreibt. Wir sollten weitersuchen. Okay. Von Niflheim. Alles klar. Also das waren Level 6 Gegner, mit denen kann man es aufnehmen. Das hört sich an wie ein Drache. Jo, das liegt daran, dass er ein Drache ist. Hab mich schon gefragt, was aus ihm wurde. Warte, Fafnir? Die in Fafnirs Lagerraum? Genau der. Aber laut Sindri ist er ein Zwerg. Bye. Und jetzt ist er ein Drache. Das Leben ist schon komisch, was? Angekettet. Wir sollten nach Bindungsschreinen suchen und den armen Kerl befreien. Mhm. Was meint ihr? Ah, bin ich sofort dabei. Wenn ich wüsste, wo die wären. Die sind hier überall verteilt. Okay, einer ist da. Wo die hinkommen. Na, ganz großartig. Da freue ich mich ja wieder. Da wäre eine Truhe. Ja, und die Bekloppten. Nein, ich bin gleich tot. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich geh mal schnell hier hoch. Ich kann nicht hier nicht hoch. Oh, Heilung. Hier ist Heilung. Na. Die erstmal ausschalten. Okay. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei gefunden. Wie wurde dein Freund zum Drachen, Mimir? Oh, er ist nicht mein Freund. Der kleine Scheißer war ein ständiges Ärgernis für Asen und Warnen gleichermaßen. Warum befreien wir ihn? Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient eine solche Gefangenschaft. Nicht mal ein gieriger, drachengewordener Zwerg. So einen habe ich noch nie gesehen. Sahen aus, als kämen sie direkt aus Hilfe. Okay, da drüben hoch. Du hast die Frage des Jungen nicht beantwortet. Wie wurde dieser Zwerg zum Drachen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nicht von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Warngöttin ein Schmuckstück geraubt. Mhm. Ich hoffe, ich muss hier lang. Jo, muss ich. Ach du Scheiße. Alter, wer ist er denn? Ach. Muss ich meine Hand verkloppen? Warning.
Okay, den kriegen wir klein. Sag doch zu. Von links. Was macht er? Hey. What? Eine schöne Bescherung. Was war das denn? Willst du mich verarschen? Was war denn das für eine Bombe, Alter? Fick dich doch. Dein Ernst? Alter, da oben ist ein fucking Schrein, ich muss da hoch. Das ist doch nicht wahr. Okay, und jetzt zu uns beiden. Oh, den hab ich bis hierher gespürt. Ich auch. Alter! Komm. Lass mich an. Oh, gut ausgewichen. Nicht. Alter! Oh. Weil er nicht ausweicht. Ich kann da nichts für. Oder? Der weicht einfach nicht aus. Könnte nervig werden. Könnte nervig werden. Das ist nämlich das letzte Siegel oben. Und dann wäre es fast nur befreit. Das Problem ist immer, diese dicken Gegner, die beschwören auch noch kleinere Gegner um uns herum. Ja, genau. Weich doch aus, Junge! Ja, komm! Alter, hau rein! Boah, ernsthaft! Einfach perfekt! Dein Ernst? Alter! Fick doch die Wand! Der war doch schon fast weg. Der war doch schon fast fucking weg. Das kann doch nicht. Was ist das für ein Gegner, Alter? Ich meine, der hat eine fette Rüstung, aber der ist doch nur Stufe fucking 5. Ich sage ja, das Problem sind immer die kleinen Gegner um den rum, Alter. Die sind echt assi. Das ist mega scheiße. Das ist wirklich mega scheiße. Los jetzt!
Nein, weich doch auf! Hä? Was war das denn jetzt? Ja. Ob er dich noch kennt? Wer weiß, Junge. Vieles ist anders seit unserer letzten Begegnung. Ich habe noch Beine. Sprung ist ungewiss. Neuer Herstellungsauftrag. Springerrüstung anfertigen. Brock oder Cedric. Springer sind unter den stärksten und bestgepanzerten Gegnern, auf die wir getroffen sind. Der letzte, den wir bekämpfen, hinterließ einen Splitter seiner Rüstung. Okay. Grausige Springer-Trophäe. Alter, der war echt aggro. Springer. Wie heißen die Springer, Alter? Sie tragen starke Rüstung, haben große Schwerter und gehören zu den stärksten Gegnern, die wir getroffen haben. Wer sind sie und worauf sind sie aus? Mutter hat die Springer nie erwähnt. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele von ihnen kämpfen müssen. Das hoffe ich auch. Aber wenn wir aus denen Rüstung machen, dann sind die echt aggro. So, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Können wir Fafnir erstmal freilassen? Und einfach hoffen, dass er uns nicht auffrisst. Was? Alter, was? Alter, ich komme zu nix. Und ich bin tot. Bruder. Ernsthaft? Durch so ein fucking Tor? Wir müssen hier irgendwo hinlocken, wo der Drache nicht ist. Beziehungsweise wo der Drache nicht hinkommt. Alter, was ist denn hier los? Da ist so eine verfickte Hexe. Will mich verarschen oder was? Ich glaube, der Draht irgendein Portal aktiviert, kann sein. Ich geh mal, ne? Peter, geh nach vorne! Mist.
dass ich da nicht gut aussieht. Und tot. Jetzt erklär mir mal, wie ich das machen soll, bitte. Wie soll ich das denn machen? Ich kann nicht im Blitz. Ich kann nur irgendwie versuchen, da durchzukommen und den Drachen schnell befreien. Nein, kann ich nicht. Wiedergängerin hinter dir! Tschüss. Komm ich hoch? Auch nicht. Die sollte jetzt kein Problem mehr sein. Die Wand, Junge, was schmeißen die hier ein für Gegner in den Weg? Sind die bekloppt oder was? Hier ist es dunkel. So, da oben geht's auch noch irgendwo hin. Ich habe Angst davor, da jetzt hinzugehen. Ich möchte mich gerne erst den Drachen befreien. So, schnell. Jawohl! Komm, mein Junge. Mach das Ding da weg. Alter, scheiß Wiedergänger. Voll die Agro-Typen hier. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier noch gar nicht sein. Bitte schön, du kleiner Mistkerl. Tja, als Drache ist er noch genauso unausstehlich. Sei froh, dass er uns nicht fressen will. Moderate Bogensaktivierungschance. Brillante Schuppe des Gefesselten. Tschüss. Oh. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Das sag ich dir. So. Fafnir. Fafnir war ein Zwerg, laut Mimir einer von Ivaldis Söhnen. Doch er war gierig und seine Gier verwandelte ihn in einen Drachen. Es klingt absurd, aber ich habe ihn selbst gesehen. Er war ein Drache. Ob es wohl schmerzhaft war, vom Zwerg zum Drachen zu werden? Wie lange hat es gedauert? Ich wollte ihn so einiges fragen, aber er flog einfach davon. Sei froh, dass er einfach davon geflogen ist. Boah.
Jetzt ist mir mega warm. So, ich glaube, hier ging es soweit nicht weiter, ne? Das war mal fordernd. Aber die waren alle viel höheres Level als ich, Alter. Was soll ich denn dafür eine große Chance gehabt haben, Alter? Da können wir froh sein, dass wir nur ein paar Mal gestorben sind und nicht die ganze Zeit. Also, dass wir jetzt immer noch sterben. Junge, Junge, Junge. Hallo. Junge. Interessant. Ja, ich höre. Fafnirs Schwanz. Wenn du das liest, verschwinde. Du gehörst hier nicht her. Das ist meine Schlucht. Und fass auf dem Rückweg ja nicht meine Sachen an. Du bist immer noch da? Ich sagte, geh weg. Das sind meine Schätze. Die gehören mir allein. Die besten Sachen sind sowieso in meinem Lagerraum. Aber denk nicht mal dran, ihn zu betreten. Er ist gut bewacht. Dafür habe ich gesorgt. Lass mich einfach in Ruhe. Ich brauche dich nicht. Ich brauche niemanden. Schon gar nicht einen von Ivaldis dummen Söldnern, der mich vor den Gefahren der Gier warnt. Ich muss nur in meinem neuen Warnenspiegel schauen, um zu sehen, was mit meiner Haut passiert. Aber das ist mir egal. Mit meinen Schätzen fühle ich mich sicher. Sie wärmen mich von innen wie der Atem eines Drachen. Hau ab, Fafnir. Mhm. Ich bin schon beim ersten Mal gewonnen. Fafnir, der Zwerg. Ich denke, hä, Fafnir ist doch ein Drache, oder nicht? Jo, da hatten wir recht. Es war mal ein Zwerg und jetzt ist es ein Drache. Ole, ole. Sind wir jetzt oben? So, haben wir jetzt alles. Region der Walküren. Ja, noch zwei unentdeckte Sachen. Ansonsten haben wir soweit alles. Hier hinten geht es ja weiter. Wir waren jetzt da oben. Und haben hier soweit alles erledigt, würde ich sagen. Also wir können Rüstung spielen auf jeden Fall. Aber nicht hier. Sondern wo anders. So, da waren wir. Jetzt geht's erstmal hier wieder runter. Ach, halt, warte. Was ist das da mit dem. Ach nee, da müssen wir unterfahren mit dem Schiff, ne? Ich erinnere mich dunkel. Das war irgendwie so, ne? Aber es fehlt irgendwie noch ein Schatz. Ich habe keine Ahnung, wo er sein soll. Ein Außenposten soll es sein. Und ein Außenposten aus. Elfheim. Ich habe keine Ahnung, wie der sein soll. Das müsste eigentlich theoretisch müsste das der hier sein. Episch. Yggdrasil Stärketau. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums. Bewirkt dauerhafte Vorteile. Stärke dauerhaft um 2 erhöht. Juhu. Odin und Freya als Paar ist unvorstellbar. Liebe und Hass sind enger verflochten, als du dir vorstellst. Zum Beispiel hasst Odin die Riesen und sie hassen ihn, aber Thors Mutter war die Riesin Fjörgin, eine von Odins großen Lieben. Thor ist halb Gott und halb Riese? Schräg. Als Fjörgin fort war, durchlitt Odin einsame Zeiten. Und als der Krieg mit den Warnen tobte, erkannte ich, wonach er sich in Wirklichkeit sehnte. Und nach einiger Überzeugungsarbeit stimmte Freya zu. Eine Zeit lang war er ausgesprochen charmant. Er schien sie glücklich machen zu wollen. Ich kann mich kaum noch an alle Wünsche erinnern, die er ihr erfüllte. Der Frieden hielt und ich glaubte, alles wäre noch besser gelungen, als ich es hätte planen können. Letztendlich zeigte Odin wieder sein wahres Gesicht. Oh, er gewann Freyas Vertrauen und sie zeigte ihm ihre Warnenmagie. Noch etwas, das sie bereuen sollte. Denn obwohl sein weisester Berater alles tat, um ihn davon zu überzeugen, dass Frieden der einzige Weg sei, um Ragnarök zu verhindern, gab Odin seine Besessenheit von Jötunheim niemals auf. Die Kostprobe der Warnenmagie ließ ihn neue Experimente ersinnen und neue Tiefen der Verderbtheit erreichen. Quatsch, ganz schön viel für den Kopf. Ich sag's nur. So, der Elfheimturm. Und hier, was es gibt.